sieht man die Straßenbahn, benutzt es schon, da kommen die Straßenbahnen immer hier mir entgegen und so können auch die Autos besser fahren. Dann hat es ja schon wieder einspurig. Also ich mache das mal ein bisschen breiter. Okay, geht nie. Dann muss ich das so machen. Ja, okay. So. Und hier die Ampel weg. Dann machen wir hier Stopp und Stopp. Dann machen wir hier noch einen Stopp, weil die Straßenbahn hat Vorfahrt. Das ist automatisch so. So. Sieht doch besser aus jetzt. Klar, es staut sich hier ein bisschen, aber. Kann man auch eins noch ändern. Das ist so laut. So. Ja klar, ohne Verbessern der Straßen wird es halt nie was. Eigentlich könnte der Bus auf der Busspur fahren, aber ist immer so irgendwie. Es ist immer bei der Industrie, immer staut sich das da. Bin ich von der Straßenbahn schneller noch B auf dem Tisch. Hier mal Stopp. Es muss ja sein, dass die Straßenbahn ein bisschen vorankommt. Erstens, die Einwohner müssen ja zu Arbeitsplätzen und die müssen dann nach B schnell kommen. Und es passt, die Bahn fährt gut runter. Oh, ja, endlich. So, jetzt wird's teuer. Hier ist die Autobahn. So. Ich brauche eine Straße. Nein. Okay, ich ein bisschen gerade abschätzen kann. So, mal gucken, wie stimmt das jetzt? Ja, das Gebiet muss ab. So. Dass ich wenigstens weiß, wo ich anpassen muss. Ich mache mal kurz mal eins. Nee, dass ich Ruhe erstmal ganz normal bauen kann, weil es. Und sehe ich das gerade gar nicht, was ich hier mache. Das mache ich eigentlich gar nicht so, aber bei sowas mit Bauen ja. So, was muss das Auto sein? Es ist immer nervig, wenn du so einen Flughafen bauen musst. Ah, jetzt bauen willst. Dass es immer erstmal angepasst werden muss, das Gebiet. So. Ach, war ja gar nicht teuer, das Ding.
Können wir hier einen Kopfbahnhof raus. Und hier einen. So. So, hier ein Bahnhof hin und hier hinten ist Industrie. Ah, ne, da brauchen wir hier hin. So, logisch, der wird weiter runtergesetzt. Ja, ich weiß, er braucht Wasser. Gut, hier gleich. Der Flughafen. Das ist für hier hinten. Und der hier. Wird dann für den hier sein. Okay, dann muss ich hier noch ein Stück runter. Hier. Warum ich das gerade so tief baue, das ist der Grund ist, weil da kommen dann später die U-Bahn-Strecken hin. Deswegen muss das weiter unten sein, dass die U-Bahn besser von A nach B kommt. Weil sonst habe ich die Probleme mit der U-Bahn. Da komme ich nirgendwo mit der vorbei. Sonst muss ich die dann halt runtersetzen. Oh, ich bin so. Uiuiui, das war doch teuer gerade der Bau. Okay, eine 500.000 ausgegeben für den Scheiß. Aber es wird sich finanzieren. So, dann machen wir mal Strom machen wir hier extra. So. Jetzt muss ich die Straße noch mit der Autobahn verbinden. Das kriegen wir auch easy hin. Dann machen wir hier hinten noch eins. Das mache ich auch mit der großen. So, so, so. Dass die Autos wenden können. Logisch. Weil die wenden ja nicht, die wenden immer so schön. Nicht. Gerade eben geklappt, Spiel. Sag ich das dann irgendwie. So, das können wir schon mal laufen lassen. Ich mache eins. Ist das jetzt das, was ich haben will? Schau mal her. Was ist das? So. Ich habe gerade hier eine Double-Ausfahrt gemacht. Grund ist, dass die von der Seite kommen. Sonst muss ich das Ding wieder umsetzen. Und da können sie hier, wenn sie zum Flughafen wollen, noch schön vorher blechen. Weil auf der anderen Seite, wie ich sage, ist er ein Stink. Und da brauche ich das Ding nochmal hier hintersetzen irgendwie. Also das ist unser kleiner internationaler Flughafen erstmal. Es dauert es eine Zeit, bis die Flüge kommen. Internationale Züge habe ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt Zugstrecken habe. Für Auswärtsstrecken glaube ich mal nicht irgendwo hier. Doch, da hinten. Doch, hier drüben haben wir Zugstrecken. Okay, aber okay, die Waren kommen von international, dann von außerhalb. So. Aber das ist übelst schnell, wenn du was baust, das ist übelst schnell, gleich übelst eine 500.000 weg ist. Ich frage mich, wann die ersten Flieger kommen. Ich denke mal, die ersten Fahrzeuge werden dann auch das checken, dass sie dann dorthin gehen. Na klar, ist nicht der größte Flughafen, auch nicht das schönste. Mal, können wir ja mal angucken. Unser kleiner Flughafen. Muss besser machen, da können wir uns mal richtig angucken. Mit Oma Gerda, okay. Ja.
Mal gucken, wie es wird dann. Also beim größeren Flughafen ist ja schon eigentlich hier ein Bahnhof drin eingebaut, und aber den habe ich nicht reingebaut. Der Grund ist, weil das auch ein bisschen, ja, nervig ist. Aber was ich auch noch machen könnte, eventuell, ich muss gucken, ob ich... Ja. So. Tierprodukte. Das ist wegen hier hinten. Mehl kommt dann später dazu, aber Metalle habe ich noch nie. Schnittholz kann ich machen, aber nee. Das ist die Klinge. Ich frage mich, wann das hier wächst. Also Tierprodukte, genau. Wir können schon Tierprodukte erstellen. Da haben wir schon 1438 Sintaler verdient. Oh, wir sind fast schon Stufe 2. So, arbeite bis zum nächsten Stunde. 30 habe ich okay gesprochen. Eigentlich mehr, aber die kommen nach der Zeit rein. Das ist super. Und wo möchtest du jetzt gehen? Forst. Wo will ein Forstwagen eigentlich hin? Der kommt von irgendwo in der Buxtehude, der Quarkmühle, und fährt hier hinten rum. Ah, genau. Okay, wie es gesagt hat, da kommt es dann. Das ist schon mal gut, dass die so funktionieren. Oh. Ah, ein Cargoflieger. Dazu. So, jetzt kommen die ganzen Fahrzeuge, kosten das für die Industrien. Zusätzlich für die Forstindustrie, Agrarindustrie und für die Standardindustrie kommen jetzt die ganzen Fahrzeuge, auch für Gewerbefahrzeuge schon, werden hierher rausgebracht. Ah, passen, die fahren schon zum eins mal ganz kurz, das sehe ich gerade auch. Die auch auf der anderen Seite klein. Wenn sie hinten zu den anderen Hafen wollen. Auch die wenden können. Dass die hier hinterfahren können. Dass der auch bedient wird. Jetzt wird gerade der Zug hier befüllt, der bald kommt. Also, sind wir die Fahrzeuge vorne wieder zurück, also. Läuft's. Das ist schön. Okay, das dauert jetzt wegen ein bisschen. Ah, ich sehe gerade einen Fehler in der Matrix. So. Jetzt staunt sich die nicht mehr, dachte so. Jetzt müssen sie in den Kreis fahren. Ich glaube mal, der Flughafen müsste mir eigentlich auch Geld einbringen. Keine Ahnung, müsste eigentlich. Schauen wir mal, was zum Industriegebiet kommt, so schnell die Waren kommen, und so mehr verdient man dann auch nach der Zeit. So, sag ich mal. Die Stadt so aufgebaut, dass schon mal sicher was haben. So.